Willkommen zurück zu Pokémon Schild. Wir untersuchen im Moment die staubigen Ruinen von Route 8. Hier marschiert gerade eine mobile Wegessperre vorbei. So, welche Pokémon verstecken sich hier noch im hohen Gras? Erstmal, heben wir eine Feentafel auf. Ein Item zum Tragen. Diese Steintafel verstärkt Attacken vom Typ Fee. Sehr interessant, sieht ein wenig aus wie ein Kaugummi. Eine Top-Beleber. Auch sehr nett. Und wer hat unsere Beine im versenkten Gras attackiert? Ein Rihorn. Oh, das bekämpfen wir aber nicht mit unserem sehr stark angeschlagenen Pikachu. Sondern eher... all unsere Pokémon oder so ziemlich alle sind gerade sehr stark verwundet. Wir haben ja auch viel gekämpft. Gegen wilde Pokémon vor allem. Da holen wir mal Gortrom ins Spiel. Der ist hier relativ gut aufgestellt. Ich werde gesteinigt. Es hört gar nicht mehr auf. Doch, jetzt zum Glück. Da gibt es Pflanzensäulen. Die sollten genügen. Tun sie auch. Sehr schön. Das lief wie geplant. Und beschert Pikachu ein Level-Up. Und nun will Pikachu Donner lernen. Und das darf es natürlich sehr, sehr gerne mit 110 Angriffspunkten, eine Genauigkeit von 70, eine verheerende Elektroattacke, die das Ziel eventuell paralysiert. Und dafür geben wir auf. Schwierig. Ich würde fast sagen Elektroball. Denn alle Pokémon im Umkreis anzugreifen, das kann schon ganz nett werden. Oder Donnerblitz. Denn Donnerblitz hat keinen Effekt, keinen besonderen. Außer halt eine eventuelle Paralyse, aber mal ehrlich, das kann ja fast jede Elektroattacke. Aber ich würde... Elektroball... Slam behalten wir natürlich auf jeden Fall. Ich würde sagen, da geben wir Donnerblitz auf. Wollen wir das tun? Ja. Das tun wir. Gegen eine stärkere Attacke, die ja ebenfalls keinen Effekt hat. So. Ich denke, das hat ganz gut gepasst. Ich dachte, das wäre ein Item. Und ich wollte die ganze Zeit aufheben. Aber es ist ein Togedemaru, das wir ja auch schon gefangen haben. Ebenfalls ein Elektro-Pokémon. Aber Pikachu kann so keinesfalls kämpfen. Wo hat es denn die zwei KP her? Hatte das nicht 2? Hat es durch das Level-Up KP bekommen? Okay, wo die beiden herkommen, das muss man mir auch erstmal verraten. Aber nun gut. Einem geschenkten Gaul. Gafft man nicht so dreist ins Maul. Fies. Er spielt ein bisschen Käfer. Oh. Und will überhaupt nicht mehr aufhören. Das ist aber mal gut hier. So habe ich nicht gewettet. Widerspenstiges und vor allem vielseitiges Vieh. Sowas. Na, da fliehen wir mal. Das war ja ein fieses Ding. So, Moment, ein Trainer. Dem stellen wir uns aber natürlich so in diesem Zustand nicht in den Weg. Jetzt kommen eigentlich zum ersten Mal in unserem Abenteuer so wirklich Beleber zum Einsatz. Ich würde sagen, Jutesto holen wir auch mal ins Boot.
Sicher ist sicher. Und die ganze Belegschaft hier muss auch noch geheilt werden. Nicht mit dem billigen Fusel von Supertrank, sondern mit Hypertränken. Denn schließlich war ja vor ungefähr 3,5 Monaten Weihnachten. So, Kam Malm wird geheilt. Und, ja, Pikachu auch, dann ist es voll. Dann doch noch ein bisschen Fusel für Jutesto. Und Gortrom. Sehr schön, na, das sieht doch gleich besser aus. Aber einen Feuerheiler brauchen wir noch. Da haben wir ihn. Den setzen wir noch ein. Sehr schön. Ja, und das wäre das gewesen. Jetzt ist in unser Team endlich wieder in einem vorzeigbaren Zustand. Yeah, hey du da. Unsere Rap-Session ist jetzt live. Was ein Hit. Put your hands in the air. Na los, mach mit. Danke, aber nein, danke. Musiker Julian. Togedemaru. Die süße, aber auch nervige Mischung aus Elektromaus und Igel. Da switchen wir. Ja, gegen Elektro-Attacken sind wir insgesamt eher semi gut aufgestellt. Wobei mit Jutesto natürlich gut, aber ansonsten eher mager. Deswegen ist unser roter Karatemeister unser Mann für Elektrofälle. Da gibt es einen Bergsturm. Erst darf er. Mist. Dann ein neuer Versuch, bitte. Dieses Vieh nervt. Jetzt aber. Na, immerhin. Ein One-Hit. Dankeschön. Mit seinem letzten bisschen Lebensodem hat es mich noch verletzt. Togedemaru und ich sind aus dem Rhythmus gefallen. Macht nichts, nächstes Mal lassen wir es knallen. Hallo. Was haben wir denn da oben? Das werden wir noch rausfinden. Aber erstmal dringen wir tiefer vor in die Ruine. Wirklich sehr, sehr cool ist diese Route. Einen Kingstein. Gibst du es einem Pokémon zum Tragen, lässt es mit seinem Angriff das Ziel gelegentlich zurückschrecken. Ein Stein, geformt wie eine Krone. Und ein Nugget. So, da müssen wir warten, bis die Straße wieder frei ist. Oder so. Aber diese Ruine gefällt mir wirklich gut. So, aber da ist auch schon ihr Ende in Sicht. Na, wen haben wir denn da? Natürlich ein Kastellit. Mit riesigem Panzer. Da geeignet ist. Etwas Starkes, würde ich sagen. Das war nicht klug. Ja, damit hätte ich rechnen müssen, dass der natürlich auch Käfersachen drauf hat. Vielleicht sogar selbst Käfer ist. Nee, das nicht. Anscheinend nicht. Ja, Mist. Die Kreuzschere war blöd, sonst wäre es ganz gut gegangen. Jetzt bräuchte ich noch jemanden, der ein kleines bisschen Schaden zufügen könnte. Ein kleiner Hauch, eventuell durch eine Kopfnuss.
Oder sollte ich es lieber nicht riskieren und es mal so versuchen? Wobei ich ja nur noch Superbälle habe. Sehr ärgerlich. Wobei, Moment. Wie wäre es denn da mit einem... Na, wo ist er? Ach, habe ich den gar nicht mehr? Diesen Ball für schwere Pokémon. Ach nee, den habe ich ja verworfen letztens. Stimmt. Mist. Denn ich könnte wetten, dass dieses Vieh ziemlich schwer ist. Na, vielleicht nein. Das Glück ist uns nicht hold. Und unser Superball noch weniger. Aquaknarre. Kopfnuss. Aber das ist vielleicht schon ein bisschen viel durch, ja, durch den Typenvorteil. Deswegen wollte ich das eigentlich vermeiden, aber ich dachte, er ist auf 40. Vielleicht macht sie es doch nicht so bemerkbar. Mist. Na, es wird sich sicherlich eines Tages mal wieder eins zeigen. Oder wir haben das letzte ausgerottet. Mal wieder. Kennen wir ja mittlerweile. Da haben wir TM43 Durchbruch. Verschmolz recht gut mit dem Hintergrund. Dieses Bergmassiv sieht irgendwie aus, als wäre es gemalt. Du verstoßt Eier. Und ein beherzter Handkantenschlag ist es. Durchbricht Barrieren wie Lichtschild und Reflektor. Sehr nett, aber ein weiteres Kastellit wäre mir auch sehr lieb. Ich habe was gehört, aber das war in der Ferne. Ich dachte, die spawnen hier. Was haben wir denn da? Das sehen wir uns auch gleich an. Na? Ich dachte, hier wären sie gewöhnlicherweise unterwegs, aber anscheinend eher doch nicht. Na gut. Ich würde sagen, wir gehen erstmal weiter. Und sehen uns an, was da oben für eine Gesellschaft auf uns wartet. Ich mag süß aussehen, aber meine Pokémon haben so einiges drauf. Pass bloß auf. Wer als Geschäftsmann Erfolg haben will, muss das 1x1 der Kommunikation beherrschen. Und das gilt natürlich auch für den Umgang mit Pokémon. Das stimmt wohl. Christina und Morten, Geschäftspartner. Angestellte Christina. Okay. Anscheinend haben die frei durch das Coronavirus und vagabundieren jetzt hier durch die Wüste. So, so. Was haben wir? Wir haben ein Stalobor. So, ein Stalobor natürlich. So, jetzt habe ich es schwierig. Und ein Hippotherus. Und das schreit nach schade, dass wir keine stärkere Wasserattacke haben. Da warte ich wirklich sehr drauf, dass Kamalm endlich mal eine stärkere Wasserattacke lernt. Oder wir schauen mal in unsere TM-Tasche, was wir da so mit uns rumschleppen. Das machen wir nach dem Kampf mal. Denn ich glaube, von alleine passiert da nichts. Da muss ich schon selbst Hand anlegen. Aber für den Moment holen wir mal Kramor ins Boot. Und heilen Jutesto. Der hier natürlich auch eine sehr große Rolle spielt. Wobei Stalobor natürlich ein prädestiniertes Elektroziel gewesen wäre.
Andererseits... Wobei, doch, das ist Stahl auch. Nicht? Das ist Stahl. Wenn mich nicht alle Geister des Wissens verlassen haben. Ja, da gibt es ein... Nee, nicht... Irgendwie bringt mich dieser Kampf doch sehr aus dem Konzept. Warum, vermag ich nicht ganz zu sagen. Und ein Bergsturm gegen Stahlobor. Na, der vergräbt sich oder hat sich schon vergraben. So, jetzt aber Konzentration. Dann wird das auch was. Sehr schön. Nummer 1 wäre geschafft. Wundervoll. Oh nee. Ah, so eine Politik. Fangen wir am besten gar nicht erst an. Oh, der blöde Sandsturm. Der bringt mich hier um. Lucario. Na sowas. Wir heilen Jutesto. Und greifen dann an mit... Bergsturm. Wir rächen uns angemessen. Sehr schön. Na, dieses Vieh knirscht und gähnt. Es gibt kurz gesagt allerhand Laute von sich. Aber schon sehr bald wird es schweigen. Und es ist passiert. Jutesto ist eingeschlafen. Durch den ansteckenden Gähner. So. Und das beantworten wir mit einem Bohrschnabel. Das können wir uns schenken. Aber da gäbe es auch noch einen Bergsturm. So. Mist. Ein bisschen hätte noch gefehlt. Der kann uns keine Angst mehr machen. Wobei der Sandsturm der weitaus gefährlichere Gegner ist. So, einen Stahlflügel gibt's, der das Ganze beendet. Einen Geowurf. Gegen das besiegte Lucario. Das fasst diesen Kampf ganz gut zusammen. So, das wäre das. Ja, ach, Jutesto. Der Sturm legt sich pünktlich zu unserem Sieg und als letzten Gegner begrüßen wir im Ring den Mauzinger mit folgenden Attacken. Da könnten wir eventuell sogar mal einen Geowurf wagen. Wobei, ach nee, wir nehmen doch einen Bergsturm. Niedlich. Und... Ja, dann eben doch ein Bohrschnabel. Wir probieren mal einen Geowurf aus. Gegen Mortens nicht existentes Pokémon. Sehr nett.
Na, wer sagt's denn? Ein kleiner Mini-Hauch fehlt noch. Er zieht uns einzelne KP ab. Sehr gemein. Das sollte genügen. Das brauchen wir nicht mehr. Sehr schön. Das wäre das gewesen. So, die Geschäftspartner sind besiegt. Hallo? Du wirst es nicht glauben. Die Pokémon von diesem Trainer sind stark und süß. Den Sieg gibt's von mir im Schlussverkauf. Allerdings bringt mich das in die roten Zahlen. Aber spendabel waren sie. Da sieht man es mal wieder. Echte Partnerschaft zwischen Trainer und Pokémon ist stärker als kalte Geschäftsbeziehungen. Eine Feldbeschichtung. Ein Item zum Tragen. Hat der Träger durch eine Attacke oder eine Fähigkeit ein Feld erzeugt, verlängert sich dessen Dauer. Merken wir uns mal. Ich verrate dir ein Pokécamping-Geheimnis. Es lautet, drücke auf den Stick. So kannst du nämlich in die Hocke gehen und bist gleich viel näher an den kleinen Pokémon dran. Wenn du Lust hast, kannst du gern mein Pokécamp hier besuchen. Oh, danke für den Tipp, das wusste ich tatsächlich noch gar nicht. Aber stimmt, wenn... Ah, das ist ja cool. Wenn wir da ein kleines WhatsApp haben... Ist das schon sehr nett. So, Moment. Ja. Ja, es hat niemand Interesse. Na, komm schon herbei. Sie ist auf jeden Fall ein großer Evoli-Fan, wie man sieht. Na, Pikachu kommt her. Es hat wahrscheinlich seinen Artgenossen erschnüffelt. Evoli, ich glaube, das wird nichts, Kumpel. Jetzt hat er es geschafft hier. Immerhin gibt es so schnell anscheinend nicht auf. Tugendhaft ist es allemal. Sehr schön. Dann verabschieden wir uns und nehmen gerne EP mit. Kostenlose. So, nun haben wir uns als würdig erwiesen, ins Licht zu gehen. Wobei, das noch nicht so ganz. Dafür geht's jetzt aber auf den Dampfschwadenpfad. Von der sengenden Hitze der Wüste in die frostige Kälte. Da bin ich aber ein bisschen knapp angezogen. Aber das macht mir in diesem Spiel zum Glück nichts aus. Ein Sneebel. Das könnte man... Da könnte man einen Donner fahren lassen. Sehr schön. Ich habe kaum einen Finger gekrümmt und schon ist es paralysiert. Ja, sehr schön. Ein Mini-Hauch fehlt noch. Ah, das wäre aber ein großer Mini-Hauch. Ein Elektroball eventuell. Ja, wundervoll. Und nun, nachdem wir die natürliche Steinigung erduldet haben, können wir unseren ersten Wurf wagen, der eigentlich glücken sollte. Nicht wahr? Nicht wahr? Ja, sehr wohl wahr. Sehr schön. Unser erstes Pokémon aus der Schneewüste. Sneebel, das Stichklauen-Pokémon.
Dieses durchtriebene und gewissenlose Pokémon beobachtet Nester, bis die Eltern ausgeflogen sind, und stiehlt dann deren Eier. Gemein. Frostig und finster. Ein dunkles Herz aus Eis. Was funkelt hier? Zwei Sternenstücke. Sehr cool. Und was haben wir da? Ein Snomnom. Sieht aus wie irgendeine Eisschnecke. Ah, Mist. Da tut der Hagel fast noch mehr weh. Ich glaube, ein Donner ist ganz gut, um das erste Eis zu brechen. Ja, da haben wir es aber ein bisschen zu hart gebrochen. Und dann den Rest erledigt ein Elektroball. Na, hoffentlich zeigt sich schnell das nächste. Mensch, ist das schnell. Du gute Güte. Und da haben wir direkt das nächste Snomnom. Oh, es ist schon niedlich, muss man einfach sagen. So, wir wissen, ein Donner ist definitiv zu viel. Ein Slam, aber sicher auch Elektroball. Den können wir mal ausprobieren. Mist. Wir sind zu stark. Aber Gortrom ist vielleicht ein bisschen... So langsam glaube ich, dass wir unsere Strategie hier wechseln müssen. Was können wir denn da tun? Wir sind gefühlt wirklich sehr gut aufgestellt gegen den Eistyp. Ein bisschen zu gut vielleicht. Kramor wäre ja auch im Vorteil. Höchstens eben Gortrom. Der wäre im Nachteil. Der verträgt keine eisigen Winde. Wollen wir ihn wiederbeleben? Ja. Ich denke, das wird gar nicht so schlecht sein. Wenn wir unterlegene Pflanzenattacken einsetzen können. Ich denke, da können wir unsere Kraft passender dosieren. Wir versuchen es mal so. Bei der Gelegenheit dürfen sich die auch nochmal stärken. So, weil Weihnachten war, vor über 3 Monaten. Sonst hätten wir natürlich keine Tränke bekommen. Wo sind wir hier? So, Moment, ja, ich habe vergessen zu switchen, macht nichts. So, dieses Nomnom wird mein sein. Ich fühle es in meinen großen Fußzehen und die haben sich bisher noch nie getäuscht und werden es auch heute nicht. Ganz sicher. Es fängt schon unschön an. Also perfekt eigentlich für unser Vorhaben. Pflanzensäulen. Das sollte ganz gut sein. Ja, wundervoll. Ein Rasierblatt. Dann sollte es Nomnom erntereif sein. Ich denke, das war die richtige Entscheidung. Eine Stufe schwächer. Und auch die war zu viel. Aha. Selbst mit unterlegenen Pokémon bin ich zu stark unterwegs. Frustrierend. Naja, Eis ist eben sehr zerbrechlich. So.
Wir entledigen uns des unerwünschten Sneebels mit einem Ladungsstoß. Ah, erst müssen wir uns zerkratzen lassen. Nee, doch nicht. Einen Donner hätte ich gerne heraufbeschworen. Der ist definitiv beendet. So gefühlt hat Statik nie funktioniert, nie gewirkt. Aber jetzt plötzlich in dieser Folge doch. Interessant, aber ihr hört mich nicht klagen. Sehr schön. Ein paar EP gab's. So, und jetzt hätte ich gerne meins Nom Nom. Wäre das möglich? Das fände ich ausgesprochen nett. Was wäre denn dann noch machbar? Ich weiß, das ist kein angenehmer Einsatzort, Gortrom, aber ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Schwäche in dieser Angelegenheit. Wobei deine Schwäche gar nicht allzu groß ist, wie wir schmerzhaft feststellen mussten. Danke für gar nichts, Mutter Natur. Also gibt es Pflanzensäulen als Fundament. So, dann aber keine zweite Pflanzenattacke mehr, sondern etwas anderes. Ich denke da an einen... Nee, ein Abschlag. Ich verwechsel immer unsere beiden Unlichtattacken, die wir im Team haben. Ich denke immer, Abschlag wäre die schwächere und die andere wäre die stärkere, aber dabei ist Abschlag die stärkere. Mist. Das überlebt es doch wieder nicht. Also wir probieren's. Vielleicht funktioniert's ja doch. Natürlich nicht. Und da haben wir ein Schnäppke. Auch da bin ich mir nicht sicher, ob wir es schon gefangen haben. Bekämpft haben wir es definitiv schon mal und gefangen auch. Gut, da gibt es jetzt einen Donner. Da müssen wir uns nicht mehr zurückhalten und können unsere geballte Wut entfesseln. Auch wenn die nicht ganz ausreichend war, sodass wir uns einen Biss gefallen lassen müssen, durchgeführt von Zähnen eines stinkenden Mauls. So, das war sein Ende. Na, da haben wir noch ein Sneebel. Ich hätte aber eigentlich sehr gerne ein Snom Nom gefangen. Ach ja. Ach ja. Für diese Frechheit sollte ich meinen Zorn mit geballter Kraft treffen. Sofern ich
dann noch lebe. Ja, werde ich. So. Jetzt wäre ich beinahe an den Hagelkörnern gestorben. Aber auch nur beinahe. Ich habe eine neue Idee. Aquaknarre wäre im Vorteil. Hat aber nur 40 AP. Nicht AP. 40 Angriffspunkte. Nee. Das würde auch keinen Sinn machen. Muss ich mir wirklich irgendein schwächeres Pokémon ins Haus holen, um hier Eis-Pokémon fangen zu können? Anscheinend. Und du gute Güte, jetzt werde ich verprügelt. Ich habe aber eigentlich keine Lust mehr auf diesen Kampf. Und bin auch zum Glück entkommen. Das würde mir noch einfallen. Wollen wir das tun? Wir schauen mal, was wir so haben. Das ist ein wenig zu viel des Guten. Was haben wir denn so später gefangen? Nee. Ein wenig schwächer. Maracamba ist ein bisschen zu wenig an Stärke. Paragoni? Nee. Furnifras wäre Feuer, aber ist auch nicht zu stark. Das könnte man durchaus mal probieren. Das könnte man sehr wohl tun. Wir testen es mal. Na los, da haben wir eins. Das nächste Snomnom. Kaum sichtbar im hohen, gefrorenen Gras. Wir wollen doch mal sehen. Ich hätte eventuell auch auf die Attacken achten sollen. Das wäre nicht schlecht gewesen. Dann hätte ich festgestellt, dass es gar keine Feuerattacken drauf hat. Macht aber überhaupt nichts. Dann schlitzen wir eben, wobei das schon wieder zu viel sein könnte. Nee, ist es nicht sehr schön. So weit, so gut. Das könnte doch funktionieren. Doch, doch. Entlädt die Kraft, die während des Einsatzes von Horta gesammelt wurde. Je mehr Energie gehortet wurde, desto stärker der Angriff. Blöd nur, dass wir Horta überhaupt nicht beherrschen. Absorbiert die gehortete Kraft, um KP aufzufüllen. Je mehr Energie gehortet wurde, desto mehr KP werden aufgefüllt. Haben wir nicht. Das ist... Wobei... Das macht mich neugierig. Theoretisch sollte die jetzt keinen Effekt haben. Aber das wäre ja irgendwie ein bisschen sinnfrei. Sie ist fehlgeschlagen, okay. Eventuell, weil wir keine Kraft gehortet haben. Nehme ich mal stark an. Ein Klammergriff könnte ganz nett sein. Ja, na gut. Zweimal... Mehr wären schon nett gewesen.
Na doch. So, wundervoll. Jetzt können wir endlich zu einem ernstzunehmenden Wurf ansetzen, der es hoffentlich fängt. Mist, dieser Wurf sollte es nicht sein. Dafür aber eventuell der nächste. Mal sehen, ob es dem noch weiter geschwächt immer noch standhält. Na? Oh, Dankeschön. Danke. Danke. Eine furchtbar schmerzhafte Steißgeburt. Aber das Kind ist auf der Welt. Snomnom, das Wurm-Pokémon. Es frisst den Schnee, der sich am Boden angesammelt hat. Je mehr es frisst, desto größer werden die Stacheln auf seinem Rücken. Es sieht aus, sein Panzer, wie Kompaito, diese japanische sternförmige Süßigkeit. Ein bisschen zumindest, mit viel Fantasie, ein Eiskäfer. So, das wäre das gewesen. Welche anderen frostigen Kameraden finden sich noch hier? Ah, kommt uns doch verdächtig bekannt vor. Das können wir noch schnell bekämpfen. Mit einem Entfessler natürlich. Womit auch sonst. Und nochmal bitte. Ein Mini-Hauch hätte noch gefehlt. Das wird immer noch nicht mein Ende. Nun los, beende es. Das wäre das gewesen. Aber ein Feuer-Pokémon im Team zu haben, das wäre schon nett. Vielleicht nicht Furnifras. Aber grundsätzlich wäre ich schon dafür. Vulpix zum Beispiel. Das wäre nett. Oder eventuell... Na, Feuer-Pokémon haben wir auch nicht in so großer Stückzahl gefangen. Oder halt Thermopod. Wie auch immer. Das werden wir uns noch ein Weilchen überlegen. Die heutige Episode aber ist vorüber. Danke, dass ihr der Verwirrung, dem Hoffen und dem Irrsinn beigewohnt habt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.